Heute haben wir den 24. Dezember. Es ist mal wieder soweit. Wir haben es mal wieder überstanden dieses Jahr. 2019 ist ja im Nachhinein natürlich immer schnell vorbeigegangen. Wir sind jetzt hier in der Halle, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Und erstmal natürlich herzlich willkommen bei Bastuning. Einer der letzten Videos dieses Jahr. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch gleich mal, um ein bisschen Weihnachtsstimmung zu kriegen, in den Carporn. Das war jetzt der Porn. Ich hoffe, es ist vielleicht ein bisschen Weihnachtsstimmung aufgekommen. Das kann ja natürlich der Fall sein. Ich bin normalerweise auch nicht so der Typ für diese ganze Weihnachtszeug und hier und da. Also ich bin jetzt auch nicht so dieser... Was? Hey, da sind die Schrauben für das Ding. Ja. Also der Philipp ist gerade am Lüftermotor montieren beim E34 mit der Michaela. Der sitzt auf dem Motor. Ah ja, da weiß man, wie es läuft. Auf jeden Fall, ja, 2019 ist langsam zu Ende. Es wird definitiv dieses Jahr, nach diesem Video, wird es definitiv noch ein Video geben, und zwar das wird das Best-of sein. Die Leute im Stream, die haben es schon gesehen, den habe ich das Ganze schon gezeigt. Ist diesmal sehr, sehr lang geworden, aber ich denke eigentlich ganz in Ordnung, also freut euch auf jeden Fall drauf. Es wird nicht am 31. kommen, wahrscheinlich am 30. oder vielleicht, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich will mir noch nicht festlegen, wann es kommt. Ja, auf jeden Fall, was ist dieses Jahr passiert? Es mag sein, dass ich wahrscheinlich ein paar Sachen vergesse. Dieses Jahr haben wir den R32 gekauft. Nein? Den haben wir letztes Jahr gekauft. Gut. Dieses Jahr haben wir das Cabrio von dir gekauft. Ja. Dein Cabrio haben wir gekauft. Dann haben wir den Diesel gekauft. Wir haben einen Golf 4 gekauft. Und den GTI. Obwohl der Golf 4, der war, glaube ich, auch schon letztes Jahr, kann das sein? Nee, das war dieses Jahr. Das war frisch. Das war frisch dieses Jahr. Der ist übrigens nach Polen gegangen. Kurwa Polen. Kunja. Die Leute, die sich dafür interessieren. Ja, es ist einiges passiert, würde ich mal behaupten. Einige gute Sachen. Es ist, ich muss wirklich sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, wie der Kanal so läuft. Also ich bin wirklich, wirklich zufrieden. Bin natürlich auch mit dem Großen. Du wolltest schon vor 5 Minuten, wolltest du fertig, 10 Minuten wolltest du fertig sein. Ja, voll. Vor 10 Minuten wolltest du fertig sein, so. Wie schnell ist du raus, bitte? Naja, Philipps GTI-Projekt haben wir natürlich auch dieses Jahr gemacht. Hui na. So, auf jeden Fall, Philipps GTI-Projekt haben wir dieses Jahr auch gemacht. Also mehr oder weniger, es ist noch nicht so weit, dass er TÜV hat. Das ist noch nicht passiert. Der Philipp hat es nicht geschafft, in den letzten 2 Monaten Blinker zu bestellen. Aber bei der Frau geht die Lüftung wieder. Nach einem halben Jahr, ja. Das wollen wir einfach mal sagen. Nee, auf jeden Fall, Jahr 2019. Das irgendwie mache ich heute ein bisschen ziemlich häufig, oder? Dass ich mich so am Kopf kratze. So. Hast du Läuse? Wenn dann nur von dir. Oh. Oh. Genau, auf jeden Fall, ich finde, ein sehr erfolgreiches Jahr. Würde ich jetzt für mich behaupten. Ich weiß ja nicht, hat euch dieses Jahr so gefallen mit dem ganzen Videomaterial, was wir gehabt haben? Nächstes Jahr wird es natürlich tatkräftig wieder weitergehen, ist ja nichts Neues. Ne? Nächstes Jahr werden wir wieder einen draufsetzen und weitermachen, definitiv. Und ich freue mich drauf, aber jetzt zum Jahresende, weil jetzt halt nur noch dieses Video kommt und das Best-of. Vielleicht kommt zwischendrin noch ein Video, das kann ich aber nicht sicher sagen. Wir sind jetzt bei den Reserven vom Vordrehen am Ende. Das kann ich auf jeden Fall mal sagen. Livestream wird auf jeden Fall wird's geben. Ich glaube, dass der 31. gar nicht auf den Sonntag fällt. Ne? 31.
ist ein Dienstag. Das ist gut. Da werde ich wahrscheinlich abends eh nicht fähig sein zum Streamen. Genau sehen. Reißt du ein bisschen zusammen, ne? Immer. Ja, ja, auf jeden Fall. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare, was dieses Jahr so passiert ist, was euch vielleicht auch am besten gefallen hat, wo eure Interessen lagen. Ich habe ja auch schon länger gesagt, dass wir vielleicht mal für Kfz-Lehrlinge was machen. Ich war ja auch mal in einer Kfz-Lehre, man kann es kaum glauben, aber ist tatsächlich so. Auf jeden Fall, vielleicht machen wir was für Lehrlinge, so ein bisschen zum leichter Lernen. Ich habe einmal ein Video gemacht, ich glaube, das war aber letztes Jahr, wie die Autobatterie funktioniert, beziehungsweise der Auto-Akku heißt es ja. Batterie heißt es nur umgangssprachlich. Vielleicht werden wir das ganze Thema nochmal aufgreifen mit der Bauteilerklärung und Räderreifen und so. Diese ganzen Basics, die du als Lehrling halt drauf haben musst, lernst du vielleicht ein bisschen leichter, wenn du dir ein Video anschaust, anstatt dass du es halt in der Schule hockst und da sitzt. Dann hast du vor allem im Video Anschauungsmaterial und sowas. Ich glaube, dass das auf jeden Fall leichter wäre. Ich glaube, dass wir das auf jeden Fall auch machen werden. Ich hätte auf jeden Fall Bock, weil ich als Lehrling, also ich muss sagen, meine Lehrzeit war an sich cool. Meine Lehrzeit war echt cool. Ich wusste zwar vieles schon, aber Lüftermotor funktioniert. Aber es ist trotzdem, es gibt so viele Sachen drumherum, die du als Lehrling vielleicht gar nicht so im Unterricht mitbekommst, sei es drum, ob du bemüht bist oder nicht. Normalerweise, wenn du im Unterricht aufpasst, musst du dich zu Hause eh nicht mehr hinsetzen. Ne? Auf jeden Fall, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, ich danke euch auf jeden Fall. Heute ist aber viel auf jeden Fall. Ich danke euch für das Jahr 2019, dass ihr mit mir dabei wart und wir das nächstes Jahr definitiv weiter so durchziehen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Die paar wenigen Artikel in Sachen Merch, Aufkleber haben die Leute sehr gut gekauft. Da geht natürlich Dank raus an jeden Unterstützer oder jeden Unterstützenden, aber egal ob Mann und Frau. Oh, sehr gut gegendert. Gegendert. Und natürlich ans dritte Geschlecht. Man weiß ja nicht, ob einem Transgender zuguckt. Ja, also alle Unterstützenden ist sehr gut. Genau, alle mit Dödel oder ohne, fühlt euch bedankt. Jetzt wollte ich gerade echt einen schlechten Witz machen, ne? Das muss ich aber lassen, das mit dem halben. Ich weiß nicht, ich guck. Kannst du ja rausschneiden. Nee, das mach ich nicht. Nee, das mach ich nicht. Ja. Gut, also, das nehmen wir am besten raus. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für das Jahr 2019. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten, eure Kommentare zu lesen. Auch wenn ihr wisst, dass ich nicht viele beantworte, aber ich lese alle Kommentare eigentlich. Würde ich mal behaupten. Ich nehme mir sehr viel Zeit für Kommentare lesen. Hab dieses Jahr natürlich auch Kommentare kassiert, die nicht so in Ordnung waren. Du auch ein paar? Ich auch. Wieso sagst du sowas nicht? Ja, Milchtanks. Nein, das war nicht dieses Jahr, das war schon länger. Nee, das war da, wo wir das... Ach nee, das war das... Das Fiat-Video schon. Ja, stimmt. Nee, auf jeden Fall waren, sagen wir mal so, 99% der Kommentare waren brauchbar und 1% war halt immer noch so, entweder sie gönnt es dir nicht, aber ist vollkommen okay. Ich gönn's euch nämlich auch nicht. Nee, auf jeden Fall, 2019 war für mich ein Jahr, was am Anfang ziemlich schlecht losging, aber sich dann auf jeden Fall gesteigert hat. Mittlerweile bin ich eigentlich ganz glücklich, selbstständig, Firma läuft, das ist in Ordnung. Und 2020, das wird wieder so eine Sache, wenn ich wieder irgendwie Datum schreiben muss und dann schreibe ich immer wieder 2019. Nächstes Jahrzehnt bricht an. Oh, das auch, ja. 2020 wird ein gutes Jahr, hoffe ich. Was genau wir vorhaben, kann ich euch so noch nicht verraten. Ist natürlich immer die Sache, wenn es dann nicht passiert, dann habe ich wieder geredet und dann passiert es doch nicht. Ich kann euch auf jeden Fall mal sagen, in der Sache, das ist aber auch nicht sicher, aber das würde ich euch gerne erzählen, in der Sache Halle, also in der Sache Werkstatt, wird es auf jeden Fall was Neues geben. Ich schätze Frühjahr, vielleicht spätestens im Sommer wird es auf jeden Fall was Neues geben in der Sache Halle, also Werkstatt. Keine öffentliche, aber eine, wo ihr vorbeikommen könnt, zum Beispiel ein bisschen zum Entspannen. Ja, entspannen mehr oder weniger, ja, Spa nicht, aber mal vorbeischauen könnt, wo dann auch zum Beispiel T-Shirts sind, die ihr gleich mitnehmen könnt direkt und sowas. So ist der Plan, ob das jetzt sich durchsetzen wird. Sag mal, hast du nichts zu tun oder was? Jetzt ist er fertig mit Schreien, jetzt kann er wieder klugscheißern, mein Lieber. Was ist denn da los? Komm, jetzt mach du mal deinen Mister fertig. Der Philipp, der ist schon wieder am Trödeln, der wollte eigentlich vor 20 Minuten wollte er fertig sein. Fertig. Ja, ja, macht's. Ja. Ja, auf jeden Fall, so ist mal der Plan. Ich hoffe, dass sich das durchsetzt. Ob wir das hinkriegen, ist jetzt die andere Geschichte. Also hinkriegen, wenn wir das okay kriegen, dass wir die Werkstatt bekommen, dann ist das gut. Dann ist das alles geritzt. Der Teil danach ist safe. Aber wir müssen das okay kriegen. Bis jetzt sieht es aber nicht schlecht aus. Das wollte ich jetzt nur mal erwähnen, dass es dann 2020 spätestens ab Sommer einen Punkt geben wird, an dem ihr tatsächlich hinfahren könnt, vorbeikommen könnt.
Solange das natürlich nicht eskaliert, man darf jetzt da keine, hier keine, es werden sowieso nicht so viele Leute kommen, aber es ist auf jeden Fall möglich, nach Terminabsprache. Also das heißt, man macht dann einen Termin mit mir aus und man trifft sich dann da und dann habe ich die Hand noch drüber, wer kommt wann und wie viele kommen wann und sowas. Das ist natürlich ganz wichtig. Und ohne Terminabsprache kriegt ihr auch gar keine Adresse dazu. Ja, das ist mir sehr wichtig. Ob das funktioniert, ist natürlich die andere Geschichte. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wir werden es aber auf jeden Fall sehen, ob das ganze Thema so weit kommen wird. Es würde mich natürlich freuen. Ist so ein, die eigene Halle ist natürlich immer so ein ja, das heißt Raum, es ist ja hier auch nicht schlecht, ne? Aber es ist halt dann doch was anderes, wenn du dann eine Couch, einen Fernseher reinstellst. Ja, halt was Entspanntes machst und dein Ding lebst und es halt nicht so aussehen lässt wie eine Werkstatt, sondern halt doch ein bisschen hochwertiger. Aber was da passiert genau... Ich dachte, das wird eine Werkstatt. Wird's auch, Mann! Ja, was denn? Du hast doch noch was. Darf ich deswegen keine Couch reinstellen, oder was? Werkstatt. Ja, Werkstatt. Werkstatt. Darf ich in der Werkstatt keine Couch haben? Nein. Dann, weißt du was, du bleibst einfach draußen. So, und ja, ich muss eigentlich relativ viele Personen ansprechen, denen ich danken muss. Das kürze ich jetzt aber ab und sage einfach... Das kürze ich jetzt einfach ab und sage für jeden, jeder, der das Video zum Beispiel guckt, vielen, vielen Dank an euch natürlich. Ohne eure Unterstützung wäre das gar nicht so möglich gewesen. Ohne eure Unterstützung hätte ich mich auch nicht selbstständig machen können. Ja, geht auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön raus. 2020 werden wir, hoffe ich, 2020. Ja, logisch! So, 2020 wird natürlich wieder hoffentlich ein gutes Jahr. Ich freue mich auf den Wörthersee zum Beispiel. Dieses Jahr, hoffe ich, sehen wir uns auf dem Wörthersee. Auf der Essen Motorshow war es schon ziemlich krass. Also die Leute, die mich gekannt haben, haben mich auch angesprochen, was ich sehr gut fand. Also was ich gut fand, ich habe ein paar Bilder gemacht, was ganz komisch ist für mich. Und ich habe ein paar Gespräche geführt, hat mich auch mega gefreut. Hoffe, dass es am See natürlich so weitergeht. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch. Lasst es euch gut gehen. Rutscht gut ins neue Jahr. Wenn ihr Weihnachten nicht mit der Familie verbringt, dann ja, genießt die Zeit. Lasst es euch trotzdem gut gehen. Dann kannst du auch genießen, wenn man es mit der Familie verbringt. Hast du schon das Ende gedreht? Nein, noch nicht. Was willst du? Moment, ich möchte noch was dazu sagen. Ich weiß zwar nicht, wie du heißt, aber Florian, einen guten Rutsch ins neue Jahr und schöne Feiertage. Ich weiß zwar nicht, wie du heißt, aber Florian. Ja, der heißt auf die Kommentare, der schreibt immer so eine wunderbar nette Kommentare. Das stimmt, bei mir schreibt er auch meistens nette Sachen. Ja, es geht aber nicht nur Grüße an Florian raus, es sind also mehrere Leute, die... ganz speziell für dich. Die Leute, die... Also das hat Philipp auf jeden Fall gefreut, wollte er damit ausdrücken. So, und damit ist das Jahr 2019 Geschichte mit diesem Video. Das Best-of ist nämlich schon vorgedreht, schon fertig geschnitten. Ich werde dazu auch noch ein paar Worte sagen vielleicht, oder ich lade so hoch, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber das ist einer der letzten Videos, die wir sehen dieses Jahr. Dann ja, sage ich nochmal Danke und lasst euch gut gehen. Wir sehen uns im Jahr 2020 in alter Frische. Jung, dynamisch und schlank. Gut, tschüss.